So, jetzt Teil 2, jetzt warten wir. 85% stand hier bei Notifications. Jetzt warten wir mal, was passiert. Ich möchte endlich mal 800 Euro, also das beste Gehalt haben, was der beste Anwalt in Deutschland pro Stunde verdient. Da will ich mindestens das Gleiche haben in Deutschland. Ich will nicht den ganzen Tag hier Hartz IV Software testen für 0 Euro die Stunde für andere. Für Billionen-Dollar-Firmen. Ne? Sinnlos, blöd, das Konzept. %. Den Installer habe ich mir jetzt original vom App Store noch mal runtergeladen. Der ist Today 18:39 Uhr, Version 15.7.0.03. Also da kann man nichts original runtergeladen von der Original NDA-Firma. Und jetzt sind wir gespannt, ob jetzt das, was bisher immer lief, was den NDAs immer ein Dorn im Auge war, dass die Leute einfach nur, nachdem ja die alles abgeschafft haben, Blu-ray-Discs, DVD-Discs, CD-Installers, USB-Ports teilweise. Damit die Leute noch nicht mal mehr einen USB-fähigen Stick irgendwie einschieben konnten. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Bis sich dann so viele Anwender beschwert haben, dass sie keine Buchsen mehr hatten an der Seite, wo man USB-Stecker noch dran stecken kann. Ein USB-Stick. Dass dann Apple sagte, oh, jetzt ist wieder. Jetzt haben wir wieder einen Fehler gemacht. Und dann kommt irgendwie, ja, jetzt kommt die neue an. Wir haben die USB-Ports wieder eingeführt. Und die Anwender, die schleifen alle zu Boden und beten den Apfel wieder. Oh, danke, danke, dass ihr uns den USB-Port wieder geschenkt habt. Danke, danke. Nee, das kann doch nicht sein, oder? Das ist nämlich besser, wenn so eine Zeituhr läuft, ne? Und die Anwaltsuhr tick. Sorry, I couldn't get the icon to personalize the disk. Don't worry. Your macOS disk will work fine. Make a donation. Open Startup Disk Preferences. Ja, das ist meine Festplatte. Da kommt aber keine. Der USB, da ist nichts. Ein Installer ist da drauf kopiert. Mehr ist da nicht.
den ganzen Tag wieder verplempert. Für so einen blöden Steve Jobs Job. Auch den ganzen Tag wieder verplempert. Unglaublich. Aber manchmal kommt einem echt das Apfelfrühstück wieder hoch. Na komm schon, Rechner. Was geht denn jetzt schon wieder nicht? Och, diese blöde Apfelpolitik aus. Nee, ich sehe da keinen USB-Bootable USB-Stick. Ja, scheiße.